Es ist alles klar, Herr Leutnant. So wie Major Weber hier eintrifft, komme ich nach Berlin. Ich danke Ihnen. Aber jetzt hau ich mich noch mal in die Furzmulle. Und dann sagen Sie der Hulda, dass sie einen schönen Kaffee machen soll, aber kein Muckefuck nicht, ja. Wer sind Sie? Klink, Herr Freitag, Wilhelm Klink. Und nehmen Sie diesen Stink mit. Klink? Ihnen fehlt wohl ein Korken am Zylinder. Sie hat wohl ein Elch geknutscht, ich bin hier der Chef. Nun denken Sie, wir puppeln hier pausenlos, wir suchen den Ruski-Piloten. Nur gerade beim Ruskis bin ich Stratege, ich weiß, wen ich suche. Einen unrasierten, verdreckten Eierdieb, der nach Knoblauch stinkt und ungeschälte rohe Zwiebeln aus der Hand frisst, nicht, ja. Ich hatte auch mal einen Onkel Karl, das war ein selten dusseliges Luder. Der hat seine eigene Katze gefressen, nur um seiner alten Aids auswischen zu können, nicht wahr? Sie legen mir doch Eier in die Latschen. Nur ich habe weder dicke noch angebuffte Eier. Das Einzige, was ich mir mal eingefangen habe, sind ein paar Klabusterbeeren. Das liegt an dem harten Brot und dem vielen Saufen bei der Fliescherei. Und dann unterdrückt man es und erntet seine eigenen Trauben. Na, das ist so sicher wie ein Furz nach der Erbsensuppe. Fleisch glüht mir die Zwiebel durch, wer gibt denn hier die Befehle? Diese faule Schluse ist doch zum Kacken zu dämlich. Über seinen Stuhl weiß ich. Ich hab tausendmal mehr geschissen als der. Und aus seinem Lager, da brechen die Leute aus wie die Fliegen aus der Reisschüssel. Das ist unvorstellbar, Micha. Die wollen mir doch nur wieder ereigig in die Schiene nacheln. Nur, da sind die vielleicht rausgefallenen Krümel aus einer Blabla-Tüte. Ha, nee, Major Hochstädter, da haben sie nur wirklich ein paar Brösel zu viel in der Schalmei, falls sie das Instrument kennen. Das liegt doch an meinen Quanten, nicht an den Schuhen. Mit den Quanten laufe ich immer, als ob ich Stein im Sack habe. Ach, Schuld, sind sie denn in den Kaktus gefallen? Für was halten sie denn das hier für einen Kauknochen? Was wurde aus Argentinien? Was soll ich denn in dem Land, was von einer Nutte regiert wird? Wo ist denn jetzt der Weidler? Furchtbare Geheimnisse hat der. Der ist doch nur ein Sergeant der Air Force. Sie haben wohl eine Beule am Sender. Nur sind Sie wahnsinnig, Sie blöder Dummknochen, Sie. Wenn der Führer nur die leiseste Ahnung hätte von dem, was ich hier durchmachen muss, er würde seine Bürste wegknabbern. Sie haben eine gewaltige Beule an der Zwiebel, wenn Sie seinen Namen nicht mehr kennen, nicht wahr? Wenn Sie auf Gehirnferien machen, das imponiert dieser Gewarze nicht. Da war ich ja außer Gefecht. Ich hatte mir bei einer Flatterbiene was eingefangen und da hatte ich immer noch die Kopfschmerzen vom Rotwein. Da war Klink! Ich... Ach, die Asphaltschwalbe, ja, jetzt willst du wieder. Exzellent, charmant. Was für ein Glück, dass ich so ein exorbitanter Tischer bin. Schlimmer, viel schlimmer. Ich soll seine verstaubte Nichte heiraten. Ha! Die kann doch noch aussehen wie ein Eimer Scheiße. Wenn die Frau nicht absolut aussehen würde wie ihr Futzel, doch dann würde der mich doch nicht erpressen, die zu heiraten. Ich auch, die muss doch genauso ein Monster sein wie er. Ich werde nur an diese Chaoten-Charlotte denken. Ich habe auch schon überlegt, ob mir Burkhalter den Gnadenschuss versetzt und mir wieder seine Schwester unterjubelt, diese Zeppelgusse. Nun steht doch Burkhalters Schwester bei mir im Spind und die Fregatte ist doch wie ein Biss in die Stromschiene, nicht wahr? Die hat doch keine Milch. Weiter. Ach, der Besen kriegt mit einmal Gefühle. Die guckt mich an wie eine Kuh vorm Kalben. Mit meiner Wirtschafterin hab ich auch nur noch Ärger. Und heute Abend hat mich dieser Moschusbesen eingeladen zum Kerzenschein-Dinner. Die Sein, die Affensuse ist Burkhalters Schwester, nicht wahr? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich dachte, die Käthe ist nur juckig. Wirklich? Die ist doch wohl vom Rotkehlchen gerammt. Nee. Ich halte sie für eine Kampfhenne, die karmifeln will. Die will sich mich unter Nagel reißen. Eine klebrige Leimquitte ist das. Ein Rendezvous mit der und Burkhalter glaubt, ich hätte abgekeimt. Ach, wenn ich nur ihr vermutetes Parfüm rieche, guckt mir schon die Galle aus dem Knoblauch nicht an. Da geb ich mir lieber die Kugel. Das sieht doch aus, als hätte ich romantische Absichten mit dem Besen. Und Burkhalter lässt Einladungen zur Hochzeit drucken mit diesem Stinkbuffel. Setz dich hin, mein Junge. Festtagskolben gefällig? Oh, danke schön. Nur einmal, als er auf dem Topf war und wieder zurückkam, da hat sie wieder geduftet, wie so ein Moschusochse, der in die Scheiße gefallen ist. Und da hat's mich gerissen, Micha. Wenn die Frau Kalinke sowas trägt, dann stinkt sie so bestialisch, da fliegt einem der Docht aus der Hose. Ich hätte um ein Haar seine Schwester geheiratet, die alte Zippelgusse. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Aber wenn sie mich noch weiter piesacken, dann fliegt man noch eine Nadel aus dem Dutt. Selbst Feldwebel Schulz hat Flöhe auf der Naht. Er hat die Gefangenen erwischt. Gut gemacht, ihr euch. Ja, gut gemacht, ihr euch. Gut gemacht, ihr euch. Ja, gut gemacht, Georg. Georg, du bist wirklich ein Held. Soll ich dir was sagen? Langsam glaube ich selber, dass ich einer bin. Es ist verflucht schwer für einen Mann, wenn er erkennt, dass er eine Nulpe ist. Alte Heilmittel sind für mich nichts. Noch dazu von alten Weibern, die haben doch nur Böses im Sinn und verstoppen mir noch das Rohr. Sie und Carter, Sie haben mich unmöglich gemacht vor den Gestapo-Fritzen. Nun stehe ich doch da wie Murks und Mulle. Sie haben wohl was am Kürbis. Nun machen Sie mal die Löffel auf. Noch bin ich hier der Kommandant und habe das Sagen. Und wenn einer Entscheidungen trifft, dann nur der Tiecher, nicht wahr? Nun, das würde gerade noch fehlen, dass wir ein Bataillon Asphaltschwalben hierher bestellen. Ihr werdet an euch selber ackern, wie die Rummelnutten, damit ihr einen guten Eindruck hinterlasst. Es wird also weder gepuppelt noch mit Erbsensuppe geschmissen, ist das klar? Hm.
Ich zeige Ihnen gleich was anderes. Wir sind ein Gefangenenlager und keine Schaurammelstation. Ja, aber was Schönes. Gestrichen! Sie können mir so viel Vanille in den Bart blasen, wie Sie wollen. Sie sehen den Kerl nicht. Nun, da platzt mir doch die Zwiebel. Wo kommen wir denn da hin, wenn sowas einreißt? Der Colonel Hogan ist ein Ami und ein Gefangener. Wenn Sie nicht augenblicklich verschwinden, dann fliegt mir die Schärpe aus dem Ohr. Sie haben wohl Seitenwind in der Hose. Dem fehlt doch eine Masche im Gewebe. Ich habe doch nichts mit den Keksen zu tun. Ich mag die Dinger nicht mal. Ich habe von Ihnen mal einen Keks gegessen. Danach habe ich mich schlichtweg totgekotzt. Ah, das war ein kleiner Scherz. Aber es war ja nicht komisch. Ich lache am Sonntag mal alleine drüber. Danke, General Stauffen. Auf den Schreck sollten wir einen kleinen saufen. Scheiß doch nicht. So ein mieser Rochen macht mich ja an. Wenn Sie bei meinen Leuten Zwietracht sehen und mir einen Puppel in die Krawatte weben wollen, gibt's Ärger. Hogan, ihr Amis, habt eine ganz andere Methode zu kegeln. Ich hab's mal probiert. Und da bin ich stecken geblieben. Ich brach mir die Finger und konnte nicht mehr popeln. Mir können Sie doch keinen Saft durch die Gurke jagen. Die Globen, die sondert was ab. Die presst mir den Saft aus Sellerie und Tomaten. Das ist der Saft von der Kalinke. Da wird die Birne frei und die Därme haben viel Wind. Für Sie ganz dringend. Das ist bestimmt meine Schlampe, die Kalinke. Na, du alter Zappeldort, wie geht's denn so alleine? Ich bin da viel härter. Wenn ich nach Hause komme, dann hat die Kalinke so feuchte Hände, dass sie Goldfisch drin baden kann. Ich trinke gerne einen guten Wein. Die schlürft ja bloß ein Eierlikör, aber dann geht die los wie eine angestochene Rakete. Nun, das wird ja eine Freude, dass ich mal den Führer zu Besuch habe, nicht wahr? Andererseits, was mache ich, wenn der rasiert werden will oder die Kalinke, dem der Eier zu hart gekocht? Da werde ich auch schon. Keine Angst. Wenn der Führer auf dem Land ist, frisst er auch mein hartes Ei. Eine von den Ladies soll ihm ja mit der Handtasche furchtbar vor die Schnauze gehauen haben. Wissen Sie, was eine Frau alles in ihrer Handtasche hat? Ich habe meiner Kalinke, dieser alten Schlampe, verboten, irgendwas da reinzutun. Warum haben Sie vor Handtaschen denn Angst? Beim Führerbesuch am Obersalzberg ging mir mal die Tasche auf und seitdem hat der Führer mich nicht mehr gegrüßt. Nur hauen Sie ab. Die Frau hat so schöne Lebensphilosophie. Das wäre jetzt auch zu spät. Was sagt sie denn? Lieber breitbeinig als zu engstirnig durchs Leben zu gehen. Hogan. Also in meinen Ohren sind sie Kaugummi-Partisanen.